Hast du Brot? Hast du Brot? Ich habe gerade Kuchen gegessen. Ja, das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich bin bereit. Bin bereit, bereit, bereit. Oh, wir beide müssen mal in Urlaub fahren. Wir müssen so viel. Aber ich muss es mal ein. Was? Ich lade dich nächstes Jahr auf den Urlaub ein. Wir zwei. Naja, jetzt übertreib mal nicht. Doch, wenigstens 4 Tage. So, lass mal gucken. Es ist ein bisschen grisselig, das Bild. War das vorher auch so? Was sagen denn die Einstellungen? Ja, es sieht so unscharf alles aus, ne? Ja, ich mach mal ein bisschen heller. Verwende das Mikrofon. Mikrofon? Ich stelle mal mein Mikrofon hier ein. Ich weiß nicht, ob das irgendwas Bewegungsunschärfe ist, aber aus Blumen ist es. Blumen ist es. Filmkörnung. Hatte ich das an? Doch, ich hatte ein bisschen an. Mach mal an. Die chromatische Aberration aus. Oh. Ah. Oh. Besser. Ja, machen wir diese Folge mal. Auf VHS kann man auch ausschalten. Oh ja, viel besser. Du touchst schon wieder was an, ne? Ich höre das doch. Ich habe nur einen Brief angeguckt. Das hast du in der letzten Folge auch erzählt. Und ich konnte ihn nicht angucken, weil dann da stand, er befindet sich. Warte, was sagt er? Ich habe ihn nicht mal angetatscht. Ich bin nur hingegangen. Oh, jetzt ist er auf einmal, wenn ich da drauf... War das beim letzten Mal auch oder habe ich das noch nicht gesehen? Ich habe da drauf getatscht und dann ist er jetzt hier runtergefallen. Buch der Seelen. Das Buch enthält einige Symbole, die wir hier gesehen. Ach so, das ist das, was ich schon eingesammelt hatte. Was ist das hier? Habe ich in die Taschenlampe wiedergefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Taschenlampe. Funktioniert denn das? Taschenlampe. Sag mal, was bimmelt denn hier die ganze Zeit mit Düdüdüm? Ist das die Erinnerung, dass ich meinen Kongstar aufladen muss? Warte mal kurz, ich muss mal kurz zu dem Tablet gehen. Ich glaube, das macht das. So. Wie komme ich an die Taschenlampe? Einmal links klicken. Ach so, ich habe sie schon in der Hand gehabt. Okay. Ja. Ich habe eine Laterne. Wie viel? Ach so, 4 Sachen kann ich mitnehmen. Okay. Ah, wieso sehe ich dich vor mir? Du bist doch hinter mir. Hä? Ja. Ach so, ich muss dann wieder klicken. Du hast eine Laterne am Rücken kleben. Ja. Du nicht? Nein. Du hast noch eine Taschenlampe an deiner Hose kleben. In deiner Hüfte. Du auch. So. Wir haben übrigens ein Curse-Level von 5. Wenn ich dich angucke. Ja, das kommt hin. Du bist eindeutig verflucht. Das kommt hin. Tatsächlich, so. Nur du. Ich gucke mir hier mit der Kamera alles an. Das, was du beim letzten Mal gesehen hast. Also ich weiß noch, wir müssen hier durch die Tür und dann gab es da eine Puppe. Hast du es gesehen? Nee, ich, es war vor dir. Wie kannst du es nicht sehen? Da war ein Text, den habe ich gelesen. Die Puppe hat dir gerade die Tür geöffnet. Das habe ich gesehen. Das ist schön. Hier ist die Chesterfield Couch. Oh, hier ist ja Brot. Oh ja. Hast du Brot? Hast du Brot? Hinter dir ist Wein. Wir können auch einfach hier bleiben und wir haben Brot und Wein und eine Couch. Und was liegt auf der Couch? Was ist das? Eine Tastatur? Oh. Hast du es aufgehoben? Ja. Ja. Gegenstand zum Gruppeninventar hinzugefügt, Klemmbrett prüfen. Dieses Klemmbrett, was ich nicht finde. Wo war das denn? I vielleicht? Nein. Leertaste. Ach, ich kann ja springen. Escape? Nein. Enter? Nein.
Tab. Ja, richtig, R war Pulsmesser. Q. Bei Q kommt was. Schreibmaschinentastatur. Ah, ja. Finde die Seelen und bringe sie zum Altar. Und nach allem, was wir wissen, scheint in diesem Wald eine Art Fluch zu lasten. Finde die Quelle dieses Fluches, ob wir dahin noch zurückkommen wieder. Hoffe nicht. Okay, dann werden wir wohl die Puppe zum Altar bringen müssen, hä? Hm. Hörst du das? Nee. Irgendwas hat gerade... Nee. Jetzt bist du nicht nur noch blind, sondern auch noch taub? Ich habe laut Ohrenarzt eine leichte Schwerhörigkeit. Ach, bist du sicher, dass es nur leicht war? Ja. Es machte gerade leicht so in meinem Ohr, aber nur leise. Da sitzt die Puppe, da gehe ich nicht hin. Ich guck woanders. Die Puppe ist all yours. Soll ich da hingehen für dich? Ja, bitte. Ich bin direkt hinter dir. Ich bin sehr beruhigt. Ich bin 3 Meter hinter dir und guck bei weitem zu. Was war das? Was war das? Strömt hier Gas aus, oder? Da hinten ist ein Rätsel. Oh, nee. Hallo, Puppi. Püppi. Mach die was? Ah. Weiß ich noch nicht, aber hier ist irgendetwas, das sieht aus wie eine Seele. Entschuldigung, ich hab's angefasst. Da oben ist es am Leuchtdinge. Ich versteck mich mal. Der sieht gefährlich aus. Siehst du ihn auch? Ja. Er hat die Puppe zum Leben erweckt? Nein. Oh Gott, hier gibt's keinen Ausweg, ne? Sie hat eine Schere. Sie kommt zu dir. Ich weiß! Da. Tschüss. Sie weint. Ja, wie wär's, wenn du das Rätsel löst, während die Mörderpuppe hinter mir herstarkst, hä? Ja, ja, ich guck mal, was hier so gibt. Oh, guck mal, hier ist ein Zettel. Ich lese meinen Zettel vor, ne? Ich hasse dich. Die Tastatur der Schreibmaschine ist verschwunden. Sie sollte irgendwo oben in der Nähe der Eingangstür sein. Ich habe gelernt, die Namen von Mama und Papa zu schreiben. Oh, guck mal, meine Stimme passt. Als ich noch ganz klein war, kannst du meine Zeichnung von unserer Familie finden? Du kannst ihren Namen in der Vergangenheit finden. Was? Lauschi, die Puppe kommt zu dir. Was ist Papas Name? Kennst du Papa und Mamas Name? In der Vergangenheit? Was können wir in der Vergangenheit? Hallo? Wo ist sie hin? Wo bist du hin? Ich stehe so, dass die Puppe mich zwar sieht, aber nicht an mich drankommt. Ich bin genau auf so ein End, so ein Triggerpunkt. Sie ist getriggert, dass ich da bin, kommt aber nicht an mich ran. Okay. Oder, um es ganz galant auszudrücken, okay. Ich nutze einen Bug, den ich gerade gefunden habe. Sehr schön. Ich finde jeden Bug im Spiel. Ich kann nichts mit diesen Symbolen machen. Hier ist eine Tür. Oh Gott, die Tür geht doch noch auf. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt lang muss. Oh Gott. Alter Verwalter. Oh Gott, jetzt habe ich direkt wieder Kopfschmerzen. Oh, das zog durch. Da habe ich nicht mit gerechnet. Du Arschlochspiel. Oh, ich finde das schön. Auf einmal passt du jeden Jumpscare. Der ist direkt in mein Gesicht. Jetzt muss ich alleine die Treppe raufgehen. Ja, du kannst auch gerne mit der Mörderpuppe spielen. Nee, lass mal. Oh, ich habe noch meinen Flauschepulli an. Weißt du, wie warm jetzt ist? Du kannst die. Und weißt du was? Was? Das geschieht dir zurecht. Oh, guck mal, hier ist ein Tisch. Darauf sind Kerzen und darunter sind die Symbole. Ich kann die Kerzen an- und ausmachen. Ja, Wunderbärchen. Und
Woher weiß ich jetzt? Alter. Du scheiß Schaukelstuhl, ne? Hör auf. Haben die verschiedene Farben, diese Kerzen? Nee, die Kerzen sind alle hell. Die haben nur die verschiedenen farbigen Symbole so davor. Okay. Hier ist noch ein Tisch. Ich würde dir gerne helfen, das Rätsel anschauen, aber die Puppe lässt mich nicht. Hier ist noch ein Zettel von Lili. Hast du die letzten drei Gemälde gesehen, die Mama gemacht hat? Weiß ich nicht. Hast du diese Symbole auf dem Tisch schon einmal gesehen? Ja, unten. Aber was für Gemälde? Oh, ich glaube, die müssen wir finden. Hier sind zwei... hier ist ein rechteckiges und zwei quadratische Bilder, die man dann wahrscheinlich einsammeln muss. Was ist das? Oh Gott, ich habe gerade Kuchen gegessen. Oh no. Oder ich bin mir nicht ganz sicher. Weiß auch nicht, wieso. Kann ich aus so einem Haus Kuchen essen? Das stand auf dem Tisch. Ja, nur weil es auf dem Tisch steht, musst du es nicht in deine Schnute stecken. Es ging, es ist einfach passiert. Ja, plötzlich waren sie schwanger, ne? Ja. Hallo? Ich habe wieder meine Lieblingskerze gefunden. Okay, Bilder. Oh no. Ich suche Bilder. Siehst du, wo du bist, auch irgendwo ein Bild? Ich sehe lauter Felder, wo diese Symbole sind. Ich sehe eine Mörderpuppe. Nee, ich glaube, da hinten sehe ich eine Schreibtischtastatur, aber ich weiß nicht, ob das die ist, die du angebracht hast vielleicht. Habe ich was angebracht? Weiß ich nicht. Ich habe einfach irgendwas angetatscht vorhin. Ich sehe dich. Ich hüpfe hier hinten. Und wo ist die Puppe? Neben mir rechts. Achso, okay. Dann versuche ich mal da wegzubleiben. Oder meinst du, ich kann zu der Tür gehen? Wo ist sie denn? Hinter mir? Sie ist... Hier. Da kannst du hingehen. Ja? Die Puppe ist auf der anderen Seite. Es hat Dong gemacht. Warum hat es Dong gemacht? Ich würde sagen, die Geisterstunde hat angefangen. Wir haben Mitternacht. Rocky, die Tür hast du aber nicht alleine aufgekriegt, ne? Mal eben einen Schluck Kaffee genommen. Ich traue mich nicht. Ich habe schon einen Herzinfarkt hier von diesen Viechern. Was liegt denn hier auf dem Boden? Dein Inventar ist voll. Was ist denn alles in meinem Inventar? Buch der Seelen, Laterne, Taschenlampe, der Malgerät. Kann ich mit dem irgendwas... Warte mal, hier hängen Bilder. Na, ich drücke mal Q. Also die Puppe hat einen Curse-Level von 104.278. Ja, das ist, glaube ich, nicht so gut. Oh, 105.169. Ich kann das nicht aufnehmen. Hier liegt Essen. Nee, ich esse es nicht. 106.000. 107.000. Tendenz steigend. Okay. Ich weiß nicht, willst du da vielleicht doch mal wegrennen und mitgucken? Hier dann leuchtet haben wir das aber die Puppe hinterher, ne? Wir können uns ja trennen. Oh, warte mal, hier sind Bilder. Die Puppe kommt. Sehr schön. Ich kann das Bild nicht nehmen. Wo bist du denn? In den Gang oder noch im Raum wieder? In der Tür, da bin ich durchgegangen. In der Tür, ja, das war Deutsch. Ich sehe nichts bei den Bildern. Hi. Bist du hinter mir? Ja. Was drücke ich denn hier im... Hä? Was sollst du denn hier aufheben können? Also so ungefähr die Größe von den Bildern. Hier oben steht, hier Mama hat Bilder gemalt. Hast du sie gesehen? Ihr habt sie aber nicht gesehen. Hier war ich noch nicht drin. Ich weiß nicht, ob die Puppe gleich hier reinkommt, ne? Ich auch nicht. Ein Theater. Überhaupt nicht gruselig. Nein. Es wäre jetzt so ein typisches Klischee, dass auf irgendeinem der Sitze irgendwas Nützliches liegt, oder? Wenn ich jetzt so lang laufe, dass ich da gucken kann, dann kommt wahrscheinlich von vorne ein Jumpscare. Hast du gerade so gefiepst? Ja. Es hat geklopft. Ah. Mir ist ein Geist ins Gesicht geschwebt. Aha, siehst du? In dem Moment, wo ich nach vorne geguckt habe. Ich spiele für dich. Das ist sehr, sehr lieb von dir.
mi. Es ist doch bestimmt für irgendwas nützlich. Ja. Hier sind zwei Plätze ohne Instrument. Welche Instrumente haben wir noch? Puppe. Hallo, Püppchen. Du hast aber lange gebraucht. Ja, kannst sagen. Kann die Puppe auch ein Instrument spielen? Das Rätsel an vorne, ja? Ja. Wo ist die Puppe? Wo bist du? Die Puppe läuft mir fleißig hinterher. Okay. Ich nehme sie also wieder mit nach hinten. Oh, hier hängen auch Bilder. Bin ein bisschen überfragt. Mit den Bildern steht aber nichts drauf. Ich kann mich noch nicht mal an die Story erinnern. Gab es da eine richtige, vernünftige Story? Sollten wir wissen, wie Papa und Mama heißen? Hat das bei dir auch so geschrien gerade? Nee, irgendwas Leises habe ich gehört. Bei mir hat was geschrien! Wahrscheinlich du. Alter! Es hat was geknallt und mich ausgelacht. Das ist doch nichts hier. Steht doch nichts drauf. Ich drücke mal die Maus. Blöde Puppe, ne? Die nervt. Ich frage mich auch, warum sie immer nur mich verfolgt. Ist halt sehr anziehend. Ich glaub's dir. Ich komm wieder zu dir. Ich drück ihr einfach Instrumente in der Hoffnung, dass da irgendwas passiert. Ich wollte eigentlich jetzt auch wieder zurückkommen. Wieso läufst du wie so eine Ente? Weiß ich nicht. Zum Entenpopo. Haben wir irgendwelche Unterlagen, in denen wir irgendwas nachlesen können? Weiß ich nicht. Pass auf, dass du die Puppe nicht begegnest. Die braucht doch jetzt erstmal, bis sie wieder hier ist, oder? Weiß ich nicht. Also, was haben wir denn gemacht? Lese die Notiz neben dem Van. Noch einmal so wissen. Dieser John erwähnte, dass die Türen zum Bürogebäude, bla bla. Nimm eine Kerze. Wo ist das Gebäude? Machst du gerade irgendwas um mich herum? Nein. Okay. Ich gehe mal hier weg. Hi. Hi. Klopft doch was, oder? Ja, es hat auch schon wieder irgendwas einen Jumpscare gegeben. Kannst du die Leiter da vorne hochgehen? Das habe ich nicht probiert, aber nö. Nö, nö. Hier ist es irgendwas zum Heben, zum Halten. Püppchen kommt. Wo ist sie denn? Mitten in den Stühlen da. Was haben wir denn für Knopffunktionen hier? Achso, das R ist das Telefon. Ja. Oh, G war Sachen hinschmeißen.
Bist du mit Pippi beschäftigt? Ja, so ein bisschen. Wir laufen hier gerade im Kreis. Ich guck gerade, ob ich mit irgendwelchen Tasten irgendwas lesen kann. Nee, gab nix. So, ich möchte das aber bitte wieder, das mit so viel in der Hand, da sehe ich so wenig. Und hier beim Telefon ist Pulsmesser und ein Homebutton. Warum kann ich den Homebutton nicht drücken? Hier ist auch ein Bild, irgendwo? Aber hier steht nix. Oh. Hm. Komm mal zu mir auf die Bühne hier vorne hin. Ja. Wenn du das hier nimmst in die Hand, warte mal, ich muss aber ja laufen. So. Hab sie auf den Boden geworfen. Mein Inventar ist voll. Was schmeiß ich denn weg? Vorsicht, Pippi läuft an dir vorbei. Aha. So, ja. Und du dann, da jetzt hier, wo ich hier bin, ja? Ja. Da hinten so rüber guckst da mit in der Hand, dann steht da irgendwo paranormales Objekt. Aber warte, bis Pippi vorbei ist. Ja, ich sehe das. Aber das steht auch. Warte. Aber nicht auf Pippi deuten. Nee. Das steht aber auch in anderen Richtungen. Genau, das zeigt dir Objekte an, die irgendwie paranormal sind. Hallo, Pippi. Da müsste ja, Entität stehen bei ihr. Ja, dann laufe ich mal in die Richtung. Weiß nicht, ob das hilft. Weil schaden kann es ja nicht. Kein Signal. Da war doch gerade was mit Entität. Ist ein Pfeil auf dem Boden. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Paranormales Objekt. Da blitzte gerade schon wieder kurz Entität auf. Was? Hallo? Wer war das? Um Gottes Willen, hör auf mit dem Scheiß. Hast du es gehört? Nein. Nee. Sag mir jetzt nicht, hier kommt jemand, der so ein ganzes Kram alleine macht. Dann setze ich mich in die Ecke und warte. Hier hat gerade einer Buh in mein Ohr gemacht und gelacht. Das Objekt, oh, sag mir nicht, dass das vielleicht die Dinger vom Anfang sind. Ja? Mein Inventar ist voll. Ich kann dir eine Weinflasche nehmen. Was haben wir denn hier noch? Dann lege ich jetzt das blöde Buch weg. Hallo? Hä? Was habe ich denn jetzt genommen? Hi. Hi. Ich dachte, ich kann die Weinflasche nehmen. Was habe ich denn stattdessen jetzt genommen? Oh, ich habe schon wieder was gegessen. Oh, Blausch. Es war ein Versehen. Ich habe den Toast darunter gemacht. Nicht erschrecken, der könnte bestimmt wieder hochploppen. Er ist hochgeploppt. Ja. Hä, was ist denn? Oh. Was soll denn bedeuten, du findest die Antwort in der Vergangenheit? Heißt das, wir sollen zurücklaufen oder so? Weiß ich nicht. Flausch, ich habe hier irgendeine Tür, bin ich durchgegangen. Ja. Hallo, Pippi. Hi. Wo kommt die Musik, ja?
Flauschi, kommst du mal mit? Hier liegt Kuchen auf dem Stuhl. Na, ja. Ich sehe ihn. Nee. Ich bin hier, ja. Warte mal. Die tut mir nichts. Ist das ein Fehler? Hast du irgendwas gemacht? There are a few passes for you around here. Oh lol. Just bring me. Wo kannst du dich reden? Ask me. I'm smart. I know it all. I'm smart? There are a few passes for you around here. If you need help, just bring me near them and ask me. I'm smart. I know it all. Okay. Ja, dann löst du mal das Puzzle hier. Mami? Mami was a very good artist. Daddy said she was talented. All paintings here are from her. Sometimes she would lock herself up in her room, make paintings all day long. And I, Mami, was not allowed to disturb her then. Das ist das Kind. Das ist Lily. Okay. Aber die wird bestimmt noch böse, weil sonst hätte sie jetzt nicht so die Schere, ne? Mhm. Ich bin hier durch. Warst du hier auch schon? Ja, da war in mein Gesicht. Oh no. Bist du doch die Treppe hoch? Ja. Und hier, ich glaube, das war hier oben. Komm mal mit, ich zeig dir das mal. Oh, ist noch eine Tür? Ja, ja. Oh ne, geht's um beide Seiten. Hier sind halt Kerzen mit den gleichen Symbolen wieder und glaube ich, dass es die Symbole sind. Ja, sind es. Und wo habe ich denn das mit den... Achso, und hier neben, hier sind halt drei Bilderrahmen. Und da muss ja, irgendwas... Ja, aber hier irgendwas, genau, hier muss irgendwas hin. Ja, aber was? Sieht nach einem Pinsel aus oder so. Mami was a very good artist. Und auf dem Zettel steht. Ja, Papa. Ja. Hast du die letzten drei Gemälde gesehen, die Mama gemacht hat? Und hast du diese Symbole auf dem Tisch schon einmal gesehen? Gab es irgendwo eine Staffelei? Das heißt, hätten wir doch irgendwas nicht gefunden, was wir hätten finden müssen. Ja, und ich verstehe nicht, du findest die Antwort in der Vergangenheit. Wir können doch nicht mehr zurücklatschen, oder? Weiß ich nicht, lass uns mal versuchen. So, irgendwo muss stehen, wie Papa und Mama heißen. Ja. Hier sind Bilderrahmen, aber keine Bilder. Nee, geht's ja nicht mehr durch, ne? Mit hier unsere Freundin gemeint, dass sie die Vergangenheit weiß. There are a few passes for you around here. If you need help, just bring me near them and ask me. I'm smart. I know them all. Du kennst sie alle, ja? Mhm. Was ist denn das? Item nicht freigeschaltet, okay. Das ist die Lampe. Hast du diese Wärmebildkamera? Ja, willst du sie haben? Ich würde sie gerne fallen lassen. Da. Guck mir das alles hier nochmal mit der Wärmebildkamera an, ja? Mhm.
Lisas Tagebuch riecht verbrannt. Hey, kannst du es lesen? Ich glaube nicht. Lausch, ich glaube, ich habe eine Tür gefunden, die wir noch nicht gesehen haben. Du quietscht heute in deinem Mikro ganz komisch. I'm sorry. Ich höre nicht so viel, aber es macht so... Kannst du bitte mitkommen? Warte, ich werde alle Sachen nur versuchen. Mit diesem komischen Buch der Dingenskirchen hier, ob ich das Tagebuch lesen kann. Ja, dieses Tagebuch riecht verbrannt. Können wir bitte einfach das... Dieses Buch enthält einige Symbole, die wir hier schon gesehen haben. Ich sollte sie mit diesem Buch entziffern können. Ja, dann tue dies doch. Ach, du bist das so, Gott, ey. Ja. Magst du mal mitkommen? Ja, ich schmeiß das wieder weg und wo ist meine Taschenlampe hin? Nimm mir neu mit. Ich komme. Wir sind doch hier lang und dann um die Ecke, ne? Ja. Ich habe eine Tür gefunden mit der Lampe, mit dem Wärmebild. Okay. War die geheim oder haben wir die nur nicht gesehen? Die sieht aus... Ja, jetzt wolltest du den Jumpscan nicht sehen, ne? Ja. Ich weiß nicht, was es war, aber es ist irgendwo da am Rand, ich glaube in diese Tür da. Ich wollte sagen, es sah aus wie ein Uhrkasten. Ja. Gehen wir dahin, wo die Musik ist oder durch die Tür? Ich weiß nicht, ich bin direkt hinter dir. Es klopft. Da schneit's durch die Tür. Ja, ich kann die Tür nicht öffnen. Nö, kann ich auch nicht. Ich hatte gerade so ein Handsymbol, aber... Hier ist ein Pfeil auf dem Boden. Da ist noch einer. Ey, sag mal, immer wenn ich mich rumdrehe, steht sie da mit erhobener Schere. Das also. da ist irgendetwas warm. Ich bin's nicht. Ich bin kalt. Was? Ah, hier liegt ein Bild. Und da ist ein Fläschchen. Ja, das man da hinstellen muss. Oh Gott, ist das ja. Viel. Hier ist ein Bild. Lisa und Samuel. Ach so, Lisas Tagebuch. Die Mutter heißt Lisa und der Vater Samuel. Okay. Was war? Ich habe keine Ahnung. Ach du Scheiße. Nicht funktioniert. Irgendwie bin ich schlecht. Kannst du Musiknoten lesen? Versuche, mein erstes Lied zu spielen. Ich habe immer den Spickzettel neben dem Notenblatt des Liedes benutzt. Ja, ich kann tatsächlich sogar Noten lesen. Ach so. Ja, ich bin doof. Muss man dann... Ich hab doch ein ganz doofes Gefühl, glaubst du das? Hat anscheinend funktioniert, ich hab's gespielt. Und was haben wir jetzt davon? Hier ist ein Bett. Mommy was smart. She knew how to paint, read and play the piano. Irgendwas haben wir auf jeden Fall ausgelöst. Cheap music. And Lily is smart as mommy is.
That was the first song I played there. Bitte? Was haben wir jetzt ausgelöst? Weiß nicht. Vielleicht haben wir jetzt Mami geweckt. Das macht du. Also Lisa und Samuel. Was? Ein Zombie ist auf mich zugelaufen und weggelaufen. Okay. Versuchst du doch mal das Lied zu spielen. Ich habe neue Aufgabe auf dem Klemmbrett. Gegenstand zum Gruppeninventar hinzugefügt. Klemmbrett prüfen. Ach, ist es jetzt aufgetaucht, ja? Ja, Tintenflasche. Okay, also muss man dann was lösen, um dann das einsammeln zu können. Okay, dann würde ich sagen, schreiben wir jetzt mal Lisa und Samuel unten auf der Schreibmaschine, oder? Ach. Ja, klar. Was, Alter, was ist denn gerade los? Achso, halt, wir haben hier noch eine Tür. Da ist auch noch eine andere Tür. Wir haben ja auch einige Türen, aber die meisten gehen nicht auf. Oh, da unten sind Videokassetten. Beauty of Artist Mind. Pfeife. Warum gehen die Türen nicht auf? Warst du hier bei der anderen Falltür? Nee, mach auf. Geht? Hä? Ich kann durchlaufen. Oder? Oh Gott, Puppe. Sollten wir hier sein? Weiß ich nicht. Geh mal durch die andere. Mal gucken, ob wir da auch einfach durch können. Nee. Nep. Okay, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben als Lisa und Samuel. Was war das? Ich hab die Tür zugemacht. Ach so. Ach, sie kann einfach durch. Püppi kann alles. Die ist genauso schlau wie Mami. Ja, bitte? Ja. Na dann schreib mal Lisa und Samuel. Er ist Papa. Hallo Puppe. Samuel. Und jetzt? Lisa? Moment, erstmal gucken, ob so. Was ist Papas Name? Hab ich? Achso, jetzt ist hier ein Zettel. Neue Aufgabe im Klemmbrett. Gegenstand zum Gruppeninventar. Papier. Finde eine Wieso kommt das eigentlich im Nachhinein? Und warum steht das da nicht vorher? Das ist wie. Gut, ich meine, das habe ich schon gemacht. Eine To-Do-Liste schreiben mit dem, was man gemacht hat, und direkt einen Haken dahinter machen, damit man sich direkt gut fühlt. Finde die Seelen und bringe sie zum Altar, brauchen wir noch. Was ist. Wieso werde ich hier zerhackt und keiner sagt mir was? Ich würde sagen, das ist Papa. Ah. Ja, was machen wir jetzt? Ich bin einfach weggerannt. Piri, lebst du noch? Ja. Verfolgt er uns jetzt ewig? Wo bist du hingelaufen? Zur Theaterbühne. Ich wollte weg. Das Klavier leuchtet. Ich sehe ihn nicht mehr.
Philippa abgehangen? Müssen die vielleicht zur gleichen Zeit irgendwie spielen? Können wir mal versuchen. Natürlich stehe ich mich hier mittig rein. So, ich drück jetzt alle nacheinander. Drück du auch mal. Ja. Da ist gerade eine Nonne durch dich durchgeflogen. Ja. Kann man jetzt vielleicht irgendwo irgendwas einsammeln? Hatten wir irgendwas? Pippi, ich hoffe, du hast deinen Papa nicht mitgebracht. Eieiei, okay. Wir sind nicht sehr musikalisch. Ja. Okay. Lag hier vielleicht irgendwo irgendwas, was wir auch einsammeln könnten, wenn wir denn schlau genug wären, dieses Rätsel zu lösen? Weiß ich nicht, ich habe nichts gesehen. Ich glaube, ich auch nicht. Was sagt denn Pippi hier? Die kennt doch jedes Rätsel, hat sie gemeint. Warum läuft die eigentlich nur dir hinterher? Weiß ich nicht. Frag Pippi. Was ist, wenn die Wände mir ins Ohr schmatzen? Die Wände? Samuel kam wieder. Oh, no. Sobald man das Theater verlässt, kommt Samuel. Können wir hier mal Pippi fragen? Vielleicht weiß die was. Ja, wir müssen nur darauf warten, dass sie hier ankommt. Tja, ja. Vielleicht die Reihenfolge nacheinander? Wie mit den Hebeln? Also oben ein Grammophon abspielen. Ja. Ich gehe mal hoch und suche dieses Grammophon und dann sage ich dir, was da gespielt wird, ja? Ja. Und Samuel kommt dann mit, ja? Wahrscheinlich. Yeah. Ich hab Pippi, du hast Samuel, finde ich gut. Ja, fein. Upstairs, sagte sie. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, ich bin einfach gerannt. Hier ist kein Grammophon. Grammophon, wo bist du? Hier bei Mutti war doch nur das Bett. Hier ist eine Spieluhr, aber das klingt überhaupt nicht danach. Ah, hier ist ein Grammophon. Wie soll ich denn das jetzt erklären? Warte, ich schreibe das mal kurz auf.
mal. Welches Instrument macht dö, 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 dö? Der Bass. Okay. Kannst du es mir auch diktieren? Ja, warte. Bass, Flöte, Geige, Klavier. Okay. Bass, Flöte, Geige, Klavier. Mhm. Hat's geklappt? Ja, jetzt spielt hier nur Musik. Okay. Ich komm. Jetzt hat eine Spilo in der Hand. Musik kann einem mehr sagen aber so, als Worte, aber will ich das herausfinden? Ich warte extra auf dich, bevor ich sie nehme. Lauf ich gerade richtig? Bin mir nicht sicher, doch. Ich komme! Ist dir aufgefallen, dass die Puppe zwei verschiedenfarbige Augen hat? Ja. So bin ich früher auch rumgelaufen. Ich mochte das. Nein. Aber nur, weil ich zwei verschiedene Stärken habe und wenn ich Monatslinsen habe, muss ich auch farblich wissen, wo links und rechts ist. Ich so zerpeilt bin. So, was hat sie in der Spieluhr? Eine Spiele. Musik kann mehr sagen als Worte, aber will ich das herausfinden? Einsammeln? Ja, ja, nimm du sie mal. Mein Inventar ist voll. Hast du noch Platz? Ja. Dann? Glaube ich zumindest. Auch wenn drauf ist. Ich hatte Medizin, die habe ich jetzt weggeworfen. Soll ich sie abspielen? Then do it. Vielleicht mitnehmen die Spieluhr? Oder stelle ich mir direkt vor sie und spiele das vor? Naja, aber die Instrumente laufen doch, du hast es doch gehört. Hatten sie vorher schon eine Träne im Auge? Wo? Oh, weiß ich nicht. Sitzt hier vielleicht irgendwas auf? Was folgt sie dir? Wie? Weil ich sie angesprochen habe? Das kann sein. Jetzt ist sie stehen geblieben. Nee, jetzt läuft sie mir wieder hinterher. Was ist deine Bibi? Sollen wir das mal mitnehmen ins Wohnzimmer? Tja, hier ist ja irgendwie nichts mehr. Was sagt ihr, das Klemmbrett und ein Papier zum Schreiben? Ja. Bind ihr die Seelen, bringen sie zum Altar. Huch, läuft die einfach durch mich durch. Es sieht aus, als wärst du sehbehindert. Wie du das Klemmbrett vom Kopf hältst. Sieht das bei mir auch so behindert aus? Ja. Ich muss mal lesen, was hier drauf steht. Okay. Nix. Oh. Oh? Wir haben noch da oben eine Tür gehabt, die wo Musik durchkam. Müssen wir damit dahin? Tja, probieren wir es aus. Ich gehe mit dir, wohin du willst. Oh. Ich will da nicht durch, da ist bestimmt wieder Samuel. Nö. Den hört man nur auf dem Rückweg irgendwie. Was hier? Ja, ne?
Hier. Wo bist du? Ich musste mich mal zurechtfinden, weil das ist diese Musikbox die Hälfte von meinem Gesicht einnimmt. Du? Oh. Du hast die Tür auflösen lassen. Yay. Liebe Rätsel. Das hier ist Kuchen oder unreifes ungares Fleisch. Ich weiß nicht. Ein Zettel. Geh durch die Tür auf der rechten Seite und sieh, wie sich die Zeit verändert. Du solltest die Dinge danach anders sehen, aber manchmal funktioniert es nicht. Also stelle sicher, dass du einen Unterschied siehst, nachdem du durchgegangen bist. Hat die Pippi mich geschubst? Na dann. Was ist denn hier noch so? Nichts, was ich gesehen habe. Oh, die Schere macht mir Sorgen, ne? Ich kann von der Rückseite durchgehen. Kann ich das? Bin durchgegangen. Oh. Hi. Ich sehe dich jetzt in Sepia. Sepia? In Braun. Etwas möchte nicht, dass du rennst. Hast du das auch? Nein. Ist es bei dir jetzt auch bräunlich? Ja. Ich kann auch rennen. Oh, Essen ist übrigens Lebensheilung. Ja, aber irgendwas möchte nicht, dass du rennst. Nicht, dass du nicht rennen sollst. Ja, aber beim letzten Mal, als es da stand, konnten wir auch nicht rennen. Was sollten wir in der Vergangenheit nochmal finden? Die Namen. Aber die haben wir ja. So machst du so Puff-Puff-Steps hier auf dem Teppich? Ist der so staubig? Ja. Ja, wieso war da gerade eine Hand? There are a few passes for you around here. If you need help, hat die das schon wieder? And ask me. Ja, es ist ja gut. Ist ja alles gut. Dann gehen wir mal nach unten, oder? Da ist Samuel. Aber du kannst schon rennen, oder? Könnte, ja. Okay. Die Bilder sind da. Oh. Hast du die letzten drei Bilder gesehen? Ich hoffe, Samuel kommt. Ich versuche, ein Foto zu machen. Los, Telefon. Los. Kann ich alles sehen? Denk schon. Da müssen wir jetzt bestimmt nach oben gehen und gucken, welche dort hängen. Oh Gott, war das oben? Warte mal, was die rechte Tür? Die rechte Tür und dann oben. Ja, da liegen nämlich jetzt drei Bilder. Machen wir ein Foto. Welche drei liegen da? Das erste ist, sieht aus wie Maria mit Jesuskind. Zweite Mann mit Schnurrbart und lockigen dunklen Haaren. Und das letzte ist der Mann, der so qualvoll nach oben guckt, leidend. Eine Puppe. Das heißt, wir müssen bestimmt von den drei Bildern dann die Kerzen ausmachen. Ja. Aber in der Vergangenheit oder hier? Ich weiß nicht. Sag mir mal, welche. Oder wo? Hörst du Samuel auch? Ja. Möchtest du hier oben bleiben bei den Kerzen? Oder? Ja. Er kommt. Hallo, hier, komm mal zu mir. Hallo, 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 Samuel, hallo. Oh. Samuel, komm mal mit. Huch. Hallo, ist es bei mir jetzt oder nicht? Was, wer, wo? Wo ist er denn jetzt? Weiß ich nicht.
Okay, dann lauf mal schnell nach unten. Ich lauf nach unten. Also, es ist die 2X'e. Ja. Es sieht aus wie eine 3 mit einem Punkt unten im Bauch. Eine 3 mit einem Punkt, ja. Und ein F mit einem Punkt rechts. Habe ich. Hat sich nichts getan. Vielleicht müssen wir jetzt wieder in die Zukunft? Ja. Zurück in die Zukunft! Oder müssen wir das vielleicht in Vergangenheit und Zukunft machen? Oder muss einer da bleiben, einer da bleiben? Gute Frage. Probieren wir es aus. Wie war denn das jetzt hier wieder? Hier. Da. Jetzt habe ich auch etwas, möchte nicht, dass du rennst. Das interessiert mich aber nicht. Oh, falsch gelaufen. Wieso laufe ich denn hier dauernd verkehrt? Orientierungssinn nicht vorhanden. So, mal gucken, ob ich mir das jetzt merken konnte. Oh, du bist noch hier. Siehst du mich? Ja. Die Kerzen sind noch aus. Anni. Wie ist, wenn wir alle anderen ausmachen als die? Das könnte sein. Warte mal, dann machen wir die an. Die an. Oh. Aha. Aber du bist in der Vergangenheit, ich in der Gegenwart. Das macht nichts, aber du hast jetzt die Feder. Und Samuel kommt. Ja. Wir müssten dann mal irgendwo hingehen zum Speichern. Er ist da. Er kommt mit mir mit. Oh, 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 oh. Ich gehe mal wieder nach oben zu unserem Schiff. Er ist weggeploppt. Weggeploppt? Ja, er ist am Vorhang hängen geblieben und dann ist er wieder weggeploppt. Wo konnte man nochmal in die Zukunft reisen? Hier. Besser. Piri? Aber was? Ja. Wir sagen einmal Tschüss. Okay, tschüss, YouTube! Du sahst besessen aus. Okay, tschö.